planst du deinen Vortrag? Wie startest du die Vorbereitungen? Wir geben dir Tipps für eine strukturierte Vorbereitung deines Vortrags. Bevor du mit der inhaltlichen Vorbereitung startest, mache dir die Rahmenbedingungen bewusst. Was ist der Anlass für deine Präsentation? Wer ist das Publikum? Welchen Wissensstand haben sie? Wo findet die Präsentation statt? Wie viel Zeit steht dir zur Verfügung? Welche Erwartungen haben die Anwesenden an dich? Beginne mit deiner Kernaussage. Was ist deine Botschaft? Was willst du mit deinem Vortrag erreichen? Im nächsten Schritt sammelst du alles, was du zu dem Thema findest. Statistiken, Zitate, Anekdoten, Bilder, Analysen, Grafiken, Übersichten, Inhalte aus alten Präsentationen und so weiter. Jetzt musst du nur noch sortieren, ergänzen und weglassen. Du hast alle Inhalte gesammelt und abrufbereit. Nun geht es darum, deinen Vortrag zu gliedern. Erstens, starker Einstieg. Zwei Fragen an das Publikum. Zweitens, Vorstellung und Zielklärung. Wer bist du und was ist deine Botschaft? Was hat das Publikum davon? Drittens, Transport der Inhalte. Präsentiere deine Inhalte. Viertens, Ergebnissicherung, zum Beispiel Zusammenfassung. Top 3, die Kernaussage wiederholen. Fünftens, Abschluss und Dank. Anknüpfen an die Einstiegsfragen. Persönliches Dankeschön an dein Publikum. Sechstens, gegebenenfalls Fragen und Diskussion. Auffordern, Fragen zu stellen. Zeitlimit beachten. Sind deine Vorbereitungen abgeschlossen, kannst du mit Hilfe von PowerPoint deine Folien vorbereiten. Nutze die Folien nur als Gedankenstütze für dich. Das heißt, keine Sätze, so wenig Wörter wie möglich. Nutze lieber Bilder und Grafiken. Übe deinen Vortrag mehrmals allein. Achte darauf, die Zeit einzuhalten. Übe anschließend vor Freunden, deinen Verwandten oder Bekannten. Wenn alles passt, bist du bereit für den nächsten Step, dein Auftritt. Mehr dazu erfährst du im nächsten Video.